Oder die Farben, die Hintergrundfarben von den Suppen, ich weiß nicht, aber irgendwie alles so. Ich meine, das ergibt ja schon zumindest mal mehr Sinn, dass man sich eher an den Trotzdem Farben irgendwie, orientiert. oder wäre trotzdem irgendwie einfach nur so rumprobiert, oder? Eine Fledermaus, der dreht sich nicht. Und jetzt? Da geht es zurück in die Eingangshalle. Okay, also ich habe gerade eine Lösung trotzdem noch gefunden. mal reingehen? Also anscheinend kann man die Söldner gut. Gespensteruhr mitnehmen. Jetzt passiert gar nichts. Wir kommen später wieder. Ich glaube, das Spiel ist echt ein bisschen Sollen wir da verbuggt. wirklich nochmal hingehen? Wir haben Ja. dort schon alles erledigt. Mach einfach, Benjamin, hör auf Na mich. gut. Okay, da passiert echt nichts. Wir kommen später wieder. Gut, wir gehen in die Küche runter. Also, ich kann mich nur darauf verlassen, was hier in einem auf werweißwas.de oder werweißist.de steht. Eine Lanze. Das ist ja Kasimir. Ein Bild von mir. Ein Ritter. Unser Zootor. Ein Pferd. Zum Glück sagen die nur immer einmal, was Ein das ist. Schild. Das bin ja ich. Eine Fledermaus. Eine Eisenkugel. Ich glaube, wir müssen hier erstmal die richtige Kombination finden. Also hier steht Benjamin Otto Zobelt, aber ich weiß nicht, was das letzte ist. Der dreht sich Ja, nicht. dann probier halt Ich durch. glaube, wir müssen hier erstmal die richtige Kombination finden. Der dreht sich nicht. Der dreht sich nicht. Ich glaube, wir müssen hier erstmal die richtige Kombination finden. Der dreht sich nicht. Ich glaube, wir müssen hier erstmal die richtige Kombination finden. Der dreht sich nicht. Ja, das ist es. Oh, Benjamin ja. und ich im Zoo. Super. Da drin ist es ziemlich Ah dunkel. ja, Benjamin und ich im Zoo ist also. Boah. Warum? Eine Fa Wir können sie holen, wenn wir können sie holen, wenn wir sie. Toll! Mit der Fackel können wir im Geheimgang Licht machen. Vor allem, welches Kind soll darauf. Ich meine, gut, vielleicht kommen Kinder da sogar eher drauf, weil die einfach denken, Benjamin, Otto. Andererseits, wenn man mal sieht, wie viele Möglichkeiten es da gibt, Ja, ich. mal Licht machen. Wir nehmen ihn Ah, mit. der Helm, Der goldene Ah. Helm. Wozu braucht man das? Hey, die kann man ja verstellen. Genau. Okay. Bist du nicht auf welche Uhrzeit? Boah. Um diese Uhrzeit muss das Gespenst schlafen. Das stimmt noch nicht ganz.
Ich vermute mal, man soll Kasimir damit wecken. Ach so, das ist um die Uhrzeit dann wach. Benjamin, das ist bestimmt die Uhrzeit, zu der ein Gespenst aufstehen muss. Das ist ja auch ein Gespensterwecker. Ja, und jetzt? Wir brauchen eine ganz bestimmte Uhrzeit, um das Gespenst anzulocken. Ja, 12. Und um das Gespenst, was hat er gesagt? Anzulocken. So. Wir versuchen es später noch. Unser Gespensterbuch. Stelle die Zeiger der Gespensteruhr richtig ein. Gibt es ein anderes Gespenst auf der Burg? Muss es dabei sein? Bei was? Ach so. Vor allem, beseitige alle Spukereien, bevor du das Gespenst fängst. Wenn du ein Gespenst fangen willst, finde zuerst seine Gespensteruhr. Wenn du selbst kein Gespenst bist, solltest du zumindest so aussehen. Suche dir also ein passendes Gespenstergewand. Wo führt die Tür hin, Otto? Keine Ahnung, Benjamin. Das ist ganz schön spannend, Otto. Vor allem ist dieser Geheimgang irgendwie ein bisschen gammelig, weil er einfach nur zwei Stockwerke miteinander verbindet. Der Geheimgang... In Ordnung. Ja, dann haben wir doch eigentlich alles für die Gespensterfalle, würde ich sagen. Ja. Hier können wir sehen, was... Dafür ist es noch zu früh. Dafür ist es noch zu früh. Bestimmt die Uhr haben wir das Gespenst bald gefangen. Ja, und was mit dem goldenen Helm? Der goldene Helm. Ja, den musst du ja noch links in den Raum reinbringen. Musst du nicht erstmal selber zum Gespenst werden? Dann? Muss das Gespenst schlafen. Nee, dann sagt er ja, Nee, oder hast du es nicht gerade erst... Ja, genau, jetzt hast du ja hingestellt. Jetzt. Also nach der Reihenfolge im Buch, meine ich. Da passe ich doch zweimal rein. Da passe ich doch zweimal rein. Ja, das ist ja auch nicht für dich, du Otto. Da passe ich ja, doch super. Zweimal rein. Okay, dann mach ich das jetzt... Da passe ich doch zweimal also, rein. Da musst du höher machen oder... Benjamin soll keins tragen aus irgendeinem Grund. Jetzt bin ich ein richtiges Gespenst. Jetzt die Uhr einstellen. Da könnte man was hinstellen. Da könnte man was hinstellen. Da könnte man was hinstellen. Das Spiel ist einfach so verbuggt, ne? Gerade sind deren, also das auch. Ja. Lag verschwunden. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich erst das zweite Benjamin-Blümchen-Spiel, ne? Da hat man noch ein bisschen... Da hat man überlegt, ob man Flash nutzt oder nicht. Um diese Uhrzeit muss das Gespenst schlafen. Klasse, das ist richtig so. Aber wir müssen die Gespensteruhr noch einschalten. Jetzt ist der Wecker eingeschaltet und richtig... Der Wecker, der dir sagt, wann du schlafen sollst. Ja. Er klingelt immer extra laut, damit du dann in Ruhe pennen kannst. Ja. Warum weinst du denn, kleines Gespenst? Ich kann nicht. Ich glaube, ich muss euch das erklären. Ja, bitte, Kasimir. Das ist mein Bruder, den ich vor die Tür gesetzt habe, als er 18 wurde. Das hier ist Kaspar, mein Vetter aus Schottland. Dein Vetter? Mein Vater, also Kasimirs Onkel Frederik, hat mich hergeschickt. Ich sollte meine große Gespensterprüfung ablegen. Gespensterprüfung? Ja, ich muss in einer fremden Burg spuken und darf dabei nicht erwischt werden. Nur dann habe ich die Prüfung bestanden. Aber ihr habt mich gefangen und jetzt kriege ich nie das weiße Gespenstergewand. Och, Kaspar. Ja, Kasimir hat das schon. Das heißt, er müsste von dieser Prüfung ja eigentlich wissen, dass die existiert. Ja.
Onkel Frederik. Genau der. Ja, Kasimir, du hast dich unverhalten, bekommst deinen Laken aberkannt. Du hast die große Gespensterprüfung mit sehr gespenstisch bestanden. Denn du hast es geschafft, ein anderes Gespenst so zu erschrecken, dass es Hilfe holen musste, um dich zu fangen. Aber... Und deswegen, mein lieber Kaspar, bekommst du das weiße Gespenstergewand. Auf ein langes, besonders gespenstisches Leben. Das ist toll! Yippie! Ihr seid alle meine Freunde! Ja! Juhu! Super! Klasse! Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, ich werde hier nicht mehr gebraucht. Auf Wiedergruseln. Tada! Das ist toll. Wir haben es geschafft. Mit deiner Hilfe. Tada! Tschüss! Bis okay. Zum nächsten Mal. Ja, bis zu unserem nächsten Spiel. Tada! Ich hoffe, das ist dann weniger verbuggt. Ich verstehe es mit dem Passwort immer noch nicht. Nee, ich auch nicht. Mitspielen, -Abenteuer, wir müssen über die Musik labern. Ja, also... Drehbuch, ja. Pia Blessing, Projektleitung, Film, Mais mit scharfem S. Volker Rother. Ah, diese Sauer für die Programmierung zuständig. Der hat das verbockt. Aha. Ja, sonst noch irgendein Ilka Bohnen. Ansonsten haben wir natürlich noch Uli Herzog, den man ja kennt, weil er für sehr viele, weil er auch, glaube ich, die Dialoge schreibt in den Hörspielen. Und Jürgen Klugert, der zweite Sprecher, der ja auch Sprecher ist von Mr. Krabs. Tja, ich glaube, Edgar Ott hat dann kein Benjamin Münchenspiel mehr miterlebt. Und Kiosk gab's dann noch. Warte mal, Kiosk gibt's immer noch, oder? Nee, das ist jetzt Kidding, oder? Gibt's Kiosk noch? Ich weiß es doch nicht. Ich meine, es gibt noch einen Kiosk bei mir um die Ecke, aber was? Ja, genau, du meinst es.